Vieh, eines Teils der Eier wegen, welche diese Tiere legen. Zweitens, weil man dann und wann einen Braten essen kann. Drittens aber im Verlauf ihre Fehler in Gebrauch. In die Kissen, in die Pfühle, denn man liegt nicht gerne kühle. Seht, da ist die Witwe Beute, die das auch nicht gerne wollte. Ihre Hühner waren drei und ein Stolzer kam dabei. Max und Boris dachten, nun, was ist hier denn jetzt zu tun? Ganz geschwinde, 1, 2, 3, schneiden sie sich Brot entzwei, in 4 Teile jedes Stück, wie ein kleiner Finger dick. Diese binden sie an Fäden, übers Kreuz ein Stück an jeden, und verteilen sie genau in den Hof der guten Frau. Kikeriki, kikeriki, tak, tak, tak. Da kommen sie an den Hühner, schlucken munter jedes ein Stück Brot hinunter. Aber als sie sich besinnen, konnte keines rechts von hinten. In die Kreuz und in die Quer reißen sie sich hin und her. Flammen auf und in die Höhe, ach, Herrje, Herrje, Lille. Ach, sie bleiben an dem langen, dürren Ast des Baumes hangen. Und ihr Hals wird lang und länger, ihr Gesang wird bang und fänger. Jedes legt noch schnell ein Ei, und dann kommt der Tod herbei. Sitzt verfolgt in der Kammer, hört im Bette diesen Jammer an, Folter zieht heraus. Ach, was ist das für ein Kraut? Wir sind aus dem Haus, wir Tränen einmal hoffen, all mein Sinn. Meines Lebens schönster Traum hängt an diesem Apfelbaum. Dies betrübt und sorgenschwer kriegt sie jetzt das Messer her. Nimmt die Toten von den Strängen, dass sie so nicht länger hängen. Und mit tiefem Trauerblick kehrt sie in ihr Haus zurück. Schwupp, die Wunder wird nach oben schon ein Huhn heraufgekommen.
die wupp jetzt Nummer 3. Und jetzt kommt noch Nummer 4. Schwuppdiwupp, dich haben wir. Zwar der Spitzer ist genau und der Betrabauer war auch. Aber schon sind sie ganz Musterfotten von dem Dach herunter. Aber schon sind sie ganz Musterfotten von dem Dach herunter. Na, das wird Spektakel geben, denn Frau Bolte kommt soeben. Angewurzelt stand sie da, als sie nach der Sonne sah. Alle Hühner waren fort. Spitz, das war ihr erstes Wort. Oder Spitz, du Ungetüm. Aber wart, ich komme ihm mit dem Löffel groß und schwer. Geht es über Spitzen her, laut ertönt sein Wehgeschrei. Denn er fühlt sich schuldenfrei. Max und Moritz sind versteckt und knacken aber an der Heck. Und vom ganzen Hühnerschmaus schlug er noch ein Bein heraus. Im Dorfe kannte einen, der sich Böck benannte. Alltagsröcke, Sonntagsröcke, lange Hose, kurze Fränke, Weste mit bequemen Taschen, warme Mäntel und Gamaschen. Alle diese kleinen Sachen wusste Schneider Böck zu machen. Oder wäre was zu flicken, abzuschneiden, anzustücken. Oder gar ein Knopf der Hose abgerissen. Oder lose, wie und rot macht sein. Hinten vorne einerlei. Alles macht der Schneider Böck, denn das ist sein Lebenszweck. Drum so hat in der Gemeinde jeder Mann ihn gern zum Freunde. Aber Max und Moritz dachten, wie sie ihn verdrießlich machten. Schrei, hey, heraus, du Ziegenböck, Schneider, Schneider, Meck, Meck, Meck.